Ja, viele Leute machen sich ja Gedanken über steigende Strompreise, wie man dem ein bisschen entgegensteuern kann. Ich habe mich hier für ein System von BlueEtty entschieden, die EP600. Das ist ein Wechselrichter mit drei Phasen, insgesamt 3000 Watt plus zwei Batterien mit jeweils 5 kW. Auf dem Dach habe ich montiert ca. 5000 Watt Peak Leistung in Solar. Komme dann vom Dach runter in die sozusagen Einspeisekiste, gehe dann von der Einspeisung direkt in die BlueEtty EP600 und von da aus in die Hausverteilung. Wie gesagt, mit 5000 Watt Leistung, Solarertrag und einem 3000 Watt Wechselrichter kann man eigentlich die größten Geräte in seinem Haus betreiben, die man zum täglichen Leben braucht. Ja, das Haus hat ungefähr eine Größe von 100 Quadratmetern. EP600 versorgt hier fast das gesamte Haus, sämtliche Wohn- und Schlafräume plus die Außenbeleuchtung plus das Carport. So, hier haben wir zum Beispiel einen Kaffee-Vollautomaten mit 1800 Watt Leistung. Läuft jetzt aktuell über die EP600. Und auch selbstverständlich der Toaster. Die gesamte Hausbeleuchtung sowie die Außenbeleuchtung läuft selbstverständlich auch über die EP600. Und sämtliche elektrischen Rollladenmotoren werden auch über die EP600 versorgt. Das heißt, auch im Falle eines Stromausfalles kann ich meine Rollläden hoch und runter fahren. Zur Installation der BlueEtty EP600. Ja, es ist machbar, es selbst anzuschließen. Wie gesagt, Verbindung von Akku zu Akku, von Akku zu Wechselrichter ist einfach, ist super beschrieben. Man kann allerdings nichts verkehrt machen, aber wie gesagt, die Netzseite auf jeden Fall von einer Elektrofachkraft ausführen lassen. Der weitere Vorteil ist bei der EP600, dass wir eine USV haben, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das heißt, gegenüber anderen herkömmlichen Anlagen, wenn das Stromnetz ausfällt, produziert eine normale PV-Anlage keinen Strom mehr, weil das Netz fehlt. Die EP600 produziert weiterhin Strom, da sie eine USV hat. Es wird weiter Strom produziert und ich kann weiterhin mein Haus versorgen, auch bei Stromausfall, was eine normale PV-Anlage ohne Notstromversorgung nicht kann. Weiterhin zur EP600, es gibt diverse Betriebsmodis. Man kann das System komplett als Off-Grid, ich sag mal Inselanlage betreiben, unabhängig vom Netzbetreiber oder halt eben netzabhängig mit Überschusseinspeisung ins örtliche Netz. In meinem Fall wird es nachher so laufen, dass der Überschuss, der produziert wird, eingespeist wird. Ein großer Vorteil ist natürlich noch bei der EP600, wir können die Batterien erweitern. Ich habe jetzt hier ein System stehen mit ca. 10 kW, also zwei Batterien. Und ich glaube, maximal können wir 16 Batterien anschließen und kommen damit bis auf 80 kW Speicherkapazität. Und mit 80 kW Speicherkapazität, da kann man ja schon Tage ohne Strom überleben. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer eigentlich. Wie gesagt, für meinen Haushalt denke ich mal, dass 10 kW ausreichend sind. Ansonsten, wie gesagt, kann man immer noch mal sagen, man hat pro Batterie noch mal fast 5000 Wattstunden, die man noch mal dazustellen kann. Sollte es mal ein Problem geben oder Verbesserungen geben, es gibt bei BlueEtty Support-Ansprechpartner, wo einem super toll geholfen wird. Man gibt sein Problem durch, innerhalb von ein, zwei Tagen wird das Problem sofort behoben. Also ich kann es mir empfehlen und bin mit den Produkten bisher sehr zufrieden. Einzig, was halt jetzt noch fehlt, ist die Sonne. Januar, Sonne in Deutschland, nicht so toll. Wir hoffen, dass es besser wird. Ja, ansonsten kann ich dieses Thema nur empfehlen für Leute, die halt eben ihre Einfamilienhäuser komplett versorgen wollen mit Solarstrom, um halt eben den steigenden Strompreisen entgegenzuwirken.